Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Ich bin heute in Rostock, 2018, Spirituosenmessen gemeinsam mit Ansgar, den Whisky-Wikinger. Hey, wir haben gerade vor ein paar Wochen sogar unser Livestream zusammen gemacht und da bin ich doch jetzt hier überraschenderweise. Was hat dich hierhin getrieben? Kann ich ganz klar sagen, du, Jason. Ich habe von der Whisky-Messe nämlich gar nichts gewusst. Ja. Bis dann mein Livestream Jason das erwähnt hat, ob ich nicht schon mal auf eine Whisky-Messe war. Ich sage, nö, war ich noch nicht, keine Zeit. Weil ich sage, Mensch, du, in zwei Wochen ist hier eine in Rostock. Und jetzt bin ich hier. Genau, gar nicht so weit von wo du denn wohnst, das ist auch ganz gut. Was hat dich bisher am meisten überrascht? Die Anzahl der Leute ist sehr, sehr voll, finde ich. Man kommt schlecht an die Stände ran. Schöne Whiskys, gerade von unabhängigen Abfüllern. Also ich habe jetzt schon mein Budget fast ausgereizt. Es ist immer gut, sich vorher am Budget auch zu stecken, weil sonst ist die Verlockung groß, ein bisschen mehr auszugeben, als man ursprünglich wollte. So, jetzt machen wir das so. Ich gebe dir die Mikrofon. Jetzt bist du dran. Ja, Jason. Du bist gerade erst angekommen, hast du gesagt? Ja, ungefähr eine halbe Stunde her. Und was hast du bis jetzt schon? Ich habe gesehen, du hast schon Interviews geführt. Mit wem? Genau, ich habe schon drei Interviews geführt. Also Whisky-Fässer war ganz interessant, da mit Nils das zusammen zu machen. Und vorhin The Lost Distilleries ist auch eine schöne Sache gewesen, was ich da in Mülheim nicht geschafft hatte. Und es gibt viele andere Videos, die kommen werden. Würdest du hier auf, probierst du hier auch Whiskys? Nein, ich muss weiterfahren. Also von daher trinke ich nie, wenn ich Auto fahren muss. Aber ab und zu mal kriege ich doch ein Sample, was ich vor der Kamera dann da verkosten darf. Das klingt schon mal gut. Ja. Also ich trinke ein bisschen was hier, obwohl ich nachher auffahren muss. Aber ich versuche es in Grenzen zu halten. Habe ja einen Kumpel hier mit, den Stefan, der ja die Gläser austrinkt. Dass es bei mir nicht ganz so viel ist. Genau, super. Also Whisky-Messen sind immer ganz gut. Mein Tipp ist immer wieder, dann da Zeit zu nehmen, bloß nicht mit viel Hektik ranzugehen, einfach ein paar Gespräche miteinander zu führen, denn da, und dass es eine schöne, schöne Atmosphäre so sein kann. Meistens, was man macht, ist, man geht zu Stand hin, füllt ein Glas ab und geht mal irgendwie raus. Also, weil der Raum groß oder warm ist oder voll oder laut. Und das ist mein Tipp des Tages. Hast du irgendwelche Tipps für unsere Zuschauer? Auf jeden Fall. Wenn ihr zur Whisky-Messe geht, kriegt ihr ja meistens ein Glas. Das spült ihr aus, aber das, was ihr unbedingt mitnehmen müsst, ist ein Geschirrtuch. Ne, um mal einfach das Glas dann auszuwischen. Das ist so mein Tipp des Tages. Ja, super. Sonst machen wir einfach mal und dann kommt ein neues da rein. So ist das. Super. Also Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners gemeinsam mit Ansgar, den Whisky-Wikinger. Ciao. Ciao.